Ja, sieht doch gut aus. Finde ich auch. Habt euch viel Mühe gegeben. Danke sehr. Oh, das ging relativ schnell, aber trotzdem danke. Ja, ich komme gleich nochmal. Ich hole dir noch ein paar Sachen mit. Das Gängigste hat er hier. Nur seine Gärten anlegen irgendwo. Dann passt das. Ja, ich habe ja unten im Keller, aber da ist ja echt noch viel Platz. Ich denke, da wird es irgendwo drauf hinauslaufen. Ja, vielleicht mache ich noch eine unterirdische Erweiterung da bei den Kartoffeln. Ich glaube, das bietet sich an. Bin ich ja schon mal. Und ja, genau, da kann ich hier schon mal rangehen. Zip, zip, zip. So, jetzt müssen wir mal gucken. Fleisch, hast du Fleisch? Hast du schon was an Fleisch? Ja, Fleisch habe ich auch. Okay. Erstmal ein bisschen noch Gemüse, was du schon mal Grundlagen hast, was du was machen kannst. Ja, und jetzt gucken Das ist wir ein mal. Kartoffeltyp, der Schmersch. Genau. Der soll sich nicht zur einen Seite hier nähern, hier. So, jetzt gucken wir mal, was ich abladen kann. Oh, gerade gehakt, so eine Sauerei. Seine Aluminiumbeerenfarm. Die sind ja den ganzen Kartoffeln. Schnüffeln Sie da schon über den Vorrat rum oder was? Nö. Nee, ganz sicher? Ich helfe mir gleich nur zu ernten. Okay. So, jetzt bringe ich dir erstmal Tomaten. Sellerie, Erbsen, Weißkohl, Steckrüben, Afer bringe ich dir nochmal, Blumenkohl, Pfefferminz brauchst du auch des Öfteren, Okay. Frühlingszwiebelchen. So, am praktischsten wäre es jetzt, wenn hier unten jetzt eine Lagertruhe hast, die oben ins Lager geht, wo die Küche wäre. Dann So, ja, das stimmt. brauche ich die Sachen nicht hin und her tragen. Ich bringe die Kartoffeln mal nach oben. Alles klar. Himbeer, Brombeer, kannst du mal Smoothies machen. Bohnen, kannst du Bohnenpott machen. Schöne grüne Bohnensuppe. Oh, oh lecker. Lecker. Magst du die? Das ist Ja. was Feines. Ja. Ja. Das ist was Feines. So. Irgendwo habe ich doch schon mal was. Hier kommt das fertige Essen rein. Schoki. Er hat ja nicht so viel Platz, schleppt nicht so viele Sachen an. Okay. Aber jetzt reicht es auch, ich muss einfach gucken, dass er. Hier drüben hast du die ganz anderen Sachen da. Jetzt Blaubeerkuchen kommt hier raus. Ja, du sagst, ich konnte jetzt erstmal hier rein. Er wollte es selber sortieren. Okay, dann packen wir das. Dann soll er es selber sortieren. Ich habe hier noch irgendwo Kohle reingetragen. Ist die Kohle schon wieder weg? Hä? Nee, kann sein, dass ich die auch schon rausgenommen habe irgendwie. Okay. Ja, kann durchaus. Das kann sein. Ja, du hast ja irgendwo hier Kohle im Lager, ne? Ja. Sollen die Öfen schon mal befeuern? Wir können ihm auch noch Kohle abgeben, wenn wir so viel von Und ihm der hat doch hier bekommen. selber welches. Ja, Kohle habe ich. Das ist hier in der Ecke irgendwo am Fußeimer hin, ja. So, jetzt packen wir hier Öfen schon mal hier vollpacken. Sollen wir mal deinen Tisch auch noch ein bisschen dekorieren mit Essen drauf und Stühle machst du selber, ne? Ja. Ja, Stühle würde ich versuchen, ja. Soll ich dir schon mal was zu essen organisieren? Kann nicht schaden.
Bei Essen sage ich doch nicht nein. Aber Vorsicht, der Tempo ist wie so eine Raupe, ne? Das täuscht. Ey, ich sag dir, unsere Gäste sind auch momentan wie die Raupen, ey, ganz schlimm. Die haben doch nur Hunger. Die fressen mir deine Haare vom Kopf. Die wollen auch nur spielen. Ja, spielen tue ich gleich ein bisschen mit meiner Pflanze noch. So. Das läuft jetzt aber durch. Oben braten schon mal die Kartoffeln schon wieder. Beim Schmersch. Wackelt deine Nase schon wieder? Riechst du schon wieder was? Mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Das ist ein Reisbrot. Oh. Die Kartoffeln braten, das ist gut. Das ist doch schön. Also, es riecht schon mal nach gebratenen Kartoffeln. Ah. Nach Ofenkartoffeln. Doch. Doch. Der brät schon mal so ein bisschen was. So, Küche ist eingeweiht. Schon dreckig. Fettspritzer. Kartoffelschalen liegen hier rum. Na gut, okay. Genau, ein schwarzer Fleck an der Decke, weiß gar nicht, wo der herkommt. Blick drauf werfen. Das Imperium der Pflanzen schlägt zurück. Ja, aber nicht, wenn ich mit meiner Pflanze schön spiele, dann natürlich nie. Jawohl. So, Kartoffeln werden gebraten. Es funktioniert. Was wolltest du machen? Bratkartoffeln wolltest du machen, ne? Bratkartoffeln. Mit den Bratkartoffeln. Da. Da. Dafür braucht man normale Kartoffeln nur. Schwarzer Pfeffer und Salz. Und eine Backform. Ist doch einfach. Flupp. Nehmen wir die hier mal raus. Wir brauchen jetzt Salz. Wie ging jetzt nochmal Salz? Meine Güte, wie ging denn Salz? Ja. Alles klar. Trinkwasser und ein Topf. Und mit Trinkwasser und ein Topf gibt's Salz. Das ist doch schön. Och. Jetzt haben wir aber so viel Trinkwasser hier, meine Güte. Dann mache ich ja jetzt noch mal die Halbfüße. Da. Auch nicht, wo ist denn? Ich doof? Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Was denn? Ey, was bist du so knatschig? Ey, ich spiele doch mit dir. Jetzt greift er auf die Truhe nicht mehr zu. Die Werkbank, sondern auf die Presse. Hast du die Sonnenblumen hier gepackt, Schatz? An der Ecke, wo bei dem Kreidefeld meine Pflanze steht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, da kommen nicht so viele hin. Nur einen Öher packen.
Weil sonst kann meine Pflanze nicht vernünftig spielen, weißt du? Wir brauchen einen Topf. Wir haben noch gar keinen Topf gebaut. Ja. Mal zu. Mal gucken, ob der Schmersch Tonziegel hat. Hat er bestimmt, oder? Ein paar Reste habe ich noch. Die habe ich oben. Keramik. Also hier habe ich noch 7 Ziegel. Wie viel brauche ich für einen Topf? Hier noch Nether-Ziegel? Nee, warte, haben wir gleich. Ich brauche einen Topf. Ich brauche 4 Ziegel. 1, 2, 3, 4. Ein Stock habe ich noch. Gibt es irgendwo eine Werkbank? Werkbank? Ja, die ist hier. Stimmt, da war eine. Upsala, ich hüpfe immer so. Im Tageskasten ist ein Topf. So, Topf gebaut. Das liegt jetzt an der Presse. Na toll. Dann sollten wir vielleicht mal die Presse tauschen mit der Truhe. Hm, probieren das mal. Was, Presse weg da? Zum Aufweg kommt die Presse dahin. Die Truhe kommt jetzt wieder dahin. Jawohl. Wunderbar. Jetzt ist immer links davon. Wenn nichts anderes ist. Mörser und die Granaten. Haben wir die Pfanne. So, dann gucken wir mal. Wir wollten machen, Salz war das, ne? Das ist das Rezept. Salz brauche ich mir nicht mehr. Der hat gerade so viel Salz hier. Auch noch Salz. Gott, also mehr Salz jetzt. Meine Güte. So, was brauchen wir für Bratkartoffeln jetzt? Wir haben schwarzer Pfeffer brauchen wir. Ja, ich glaube, es ist Pfeffer, Salz und die Kartoffeln. Rohe Kartoffeln, ne? Habe ich schon. Pfefferkorn. Ach, okay. Haben wir Pfefferkorn oder haben wir... Ach, wir haben schwarzen Pfeffer komplett. Das ist doch schön. Dann können wir jetzt wirklich mal machen hier Bratkartoffeln. Was fehlt denn jetzt noch? Ich hab doch alles, oder? Ich hab schwarzen Pfeffer. Ich hab Salz und ich hab Kartoffeln. Was fehlt denn jetzt noch? Warum will er das denn nicht? Wir haben noch keine Backform. Ich denke, du hast alles hergestellt, Schoki. Ja. Ich mache schnell eine Backform. Wir brauchen 8 Ziegelsteine. So wie hat der Schmersch nicht mehr, ne? Nee, die so, nee. Okay. Mach hier mal ein Türchen zu. Und mal gucken. Hat er denn noch Ton? Dann brennen wir schnell ein bisschen Ton. Gute Frage. Ton habe ich ewig nicht mehr gebraucht. Da bin ich gar nicht im Bilde. Tonklumpen haben wir nur 3. Ja, dann, ja. Ton in Ton. Ziegel haben wir noch 3, müssen wir gucken, ob wir zu Hause noch welche haben. Wenn nicht, müssen wir mal auf Tonjagd gehen. Kann der Schmersch seine Gäste jetzt hier richtig bewirten hier, wa? Ja, da fällt mir jetzt auch noch was ein. Eine Backform. Dass sie einfach nur mit mir spielen will, ey. Ja. Ja, dass sie anstrengend das für mich ist. Der Le Pups dann mit mir spielen will. Was, wenn ich nicht mit ihr spiele? Hier sind alle Türen hier offen. Die Wachen schnacken. Jetzt hier so ein Wasserdrache reinkommt. Den kriegt keiner mit. Nee. Also Schmersch, du musst dein Personal mal wieder zeigen, ne? Was die Sache ist. Den Lohn kürzen, wenn die eh nur da am Schwätzen sind. Ja, den Lohn muss man mal gewaltig kürzen. So, Ton. Was
was mich ja momentan so nervt, ne? Wir haben noch Mücken im Restaurant, das ist so ätzend. Mücken noch, okay. Mücken. Ziegel, wir haben noch 16. Er wollte wieder welche platt gemacht. Ah, Mücken braucht man doch gar nicht irgendwie. Ah, schlimm. Schlimm, furchtbar. Überall schlecht. Das ist nur das Weibsvolk, was piekt. Wir Männchen sind ganz, ganz vergnügsam. Wir stechen niemanden, obwohl wir Stachel haben. Wir sind ganz lieb. Das ist nur das Weibsvolk. Bei den Bienen und Hornissen ist das auch so. Oder Schmerz, wie siehst du das? Muss ich dir recht geben? Ich habe mal ein Referat in der Schule gehalten, in der 9. oder in der 8. Klasse, glaube ich. Über Mücken. Das ist schon ewig, aber das ist halt so, ja, die sind die Weibchen, die dann halt dann, ja, stechen, weil sie halt dann irgendwie, ja, Nahrung brauchen für ihre Jungen halt, ne, für die Eier, sag für ich mal Eier. So. Ja. So, jetzt haben wir noch eine Backform. Und jetzt sollten wir Bratkartoffeln machen können. Ich guck mal. Jetzt machen wir noch einen Brei. Ja, jetzt können wir Breikartoffeln machen. Das war's schon? Achso. Zack. Flup. 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 Ist ein schönes, einfaches Gericht zum Üben. Und jetzt hat der Schmersch Bratkartoffeln hier drin. Ich habe für einen Schmersch gekocht. Hui. Ich bin stolz auf mich. War es auch sehr, sehr lieb. Packen wir den Rest hier wieder rein. Trinkwasser. Noch ein bisschen Salz. Jetzt muss ich einmal Bratkartoffeln kosten, ob die schmecken. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war mir klar. Das alles da. Ey, ich habe 20 Stück, 20 Mal Bratkartoffeln gemacht hier, ja? Ja. Oh. Sind lecker. Schmecken. Das habe ich mir gedacht. Mit einem Hauch Knoblauch. Mh, lecker. Hat was. Jawohl. Mit Knoblauch ist nichts. Sollen wir nur helfen beim Anlegen deiner unterirdischen Gärten, was so wichtig ist? Ja, ich bin auch gerade schon draußen. Ich erweitere die Weidefläche, damit die Kühe weiter woanders sind. Beziehungsweise ich werde dann wohl auch den Weizen oberirdisch anbauen. Damit die Kühe nicht alles kaputt trampeln. Da weitere ich quasi, ich mache mir quasi so ein kleines Hochbeet. Sehr ja. Schön. Ja. Ach, da baust du. Okay. Ja, man kann die Kühe auch ernten. Das klappt aber nicht immer. Pilze bei den Ernten. Ja. Die trampeln dir hier wirklich alles kaputt. Ja, dann machen sie. Die Viecher. Auf jeden Fall hast du das 19 Mal Bratkartoffeln da drin. Das ist ein schönes, einfaches Gericht. Damit komme ich über den Winter mal zu. Oh, das geht schnell. Salz herzustellen ja. Geht schnell. Man muss einfach, wenn man das Trinkwasser hat, nochmal reinstellen. Dann kriegst du nochmal was. Geht dann ruckzuck, also ganz viel nachher. Geht dann noch schneller. Ah, okay. Dann hast du dann eine Getreidemühle, kannst du Brot backen. Oh ja, richtig was geschafft gerade, wa? Auf jeden Fall. Dann gehe ich mal kurz nach Hause, ernte was, damit wir auch zu Hause auch wieder Rohstoffe haben. Dann komme ich nachher nochmal wieder. Der Schmerz ist erstmal vollends beschäftigt. Ja, muss er ja die Ländereien erweitern. Obwohl kann man beim Schmerz erstmal noch bleiben und die mal ein bisschen Fisch angeln. Was hält denn der Schmerz denn davon? Ja, Fisch ist doch auch gesund. Ne? Setz mich hier vorne hin mit einem Bootsanleger hier und angel mal ein bisschen. Oh, jedes Mal ist Nacht, wenn ich rausgehe, weißt du das? Mhm. Mehr Nacht wie alles andere momentan. Ein bisschen Fischfilet machen. Kann man auch braten, was Gesundes.
Warum beißt er keinen Fisch an? Was haben wir? Einen Barsch habe ich geangelt. Geht ja schon gut los. Der erste Fisch ist da. Also der Schäler ist total klasse hier. Der hat was. Was haben wir jetzt? Algen. Ja gut, Algen ist gut für die Haut. Der Schmerz wird ja auch nicht jünger. Ja, nee, das ist so. Muss man darauf achten. Weiß gemein, ne? Ist ja kein Geheimnis. Der Bart ist ja schon grau. Ja, schön, du bist grau geworden. Ruckzuck, ey. Das ging ja. Ruckzucki. Liegt es an der Arbeit oder an einer Frau? Ich hab hier noch keine grauen Haare. Nein, du hast leichte Spinnenweben. Ich hab gar nicht. Das glitzert immer so, wenn die Sonne drauf scheint. Ach, das glitzert gar nicht. Ach, meine Frau, ich wäre sowas von eitel. Womit bin ich denn eitel? Was haben wir jetzt geangelt? Eine Flaschenpost. Was machen wir bitte schön mit der Flaschenpost? Hier ist eine Schatzkarte dabei. Was habe ich jetzt gekriegt? Habt ihr das kaputt gemacht? Was gibt's dafür? Irgendwas ist da rausgesprungen. Was gibt's denn dafür? Weiß ich nicht. Bald kann ich wieder weihnachtlich dekorieren hier in meiner Kraft, ne? Das war merkwürdig, Flaschenpost. Muss ich nicht. Nach dem Stream mal lesen oder morgen mal lesen, in der Mittagspause. Ach ja. Schön locker flockig angeln hier. Jetzt habe ich immer was Nützliches rausgeholt. Kein Stiefel oder sowas. Autoreifen, Stiefel. Was man halt so rausholt? U16. Ja. Anderes Thema. Macht Mutality eigentlich noch World of Tanks oder? Ja, aber weniger. Weniger wie vorher. Der ist jetzt mehr in Warzone unterwegs. Und der Warzone ist zwar cool, aber bei den Arcade-Panzerschlachten, die Panzer, die fahren wie auf Eis, die schlittern. Und wenn du reelle Panzerschlachten machst, da musst du so aufpassen. Was habe ich jetzt geangelt? Eine Muskellunge habe ich geangelt, okay? Aber von der Grafik her und von dem geschichtlichen Zeitraum passt das besser. Da fährst du wirklich die Panzer, die in diesen Jahren wirklich existierten oder auf dem Reißbrett nur existierten. Ja. Ist über World of Tanks, dass die Maus gegen Leopard kämpft oder sowas. Geht ja gar nicht. Ich finde, das ist manchmal auch ein bisschen schade irgendwie bei World of Tanks. Auch dass irgendwie jetzt dieser, habt ihr schon mal diesen neuen Panzer gesehen, diesen Astron Rex oder so? Ja, den kannst du aber diesen Event da gewinnen. Hm. Man hat die jetzt doch irgendwie wieder häufiger. Ja, Wargaming braucht Geld. Ja. Wenn nicht, muss man sich die kaufen. Aber der Panzer ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Also Mittelmaß, wie früher die Medium-Panzer waren. Ja. Jetzt habe ich ihn erst wieder geangelt. Ich habe einen Lederstiefel geangelt. Ha! Super. Ist das toll. Ich angel noch ein bisschen. Die beißen gerade gut hier, egal was es ist. Ist schon lustig. Aber wenn du die arkale Panzerschlachten spielst, bei die realistischen Panzerschlachten, wo du wirklich den Gegner selber aufmachen musst, oder dein Teammate zeigt es an, wo er ist. Das war wieder ein Fisch, in der Flaschenpost wieder, toll. Da fahren die Panzer wirklich auch ruhiger, flüssiger. Ja, okay. Bin ich gerade dabei, im Wasser den Tiger zu erforschen, Tiger 1. Mhm. Ja, ich bin es auch noch ein bisschen so. Ich habe jetzt zwar ein bisschen eine Zeit auch jetzt in
Also bei World of Tanks sind die schwedischen, in die deutschen TDs bin ich beim Jagdtiger dran, aber. Oder den habe ich jetzt schon, aber wenn man sich so umschaut, da gibt es halt vergleichbar, wenn du dann den T30 nimmst auf der gleichen Stufe, der hat einen drehbaren Turm, das ist irgendwie. Kann ich empfehlen, T30, der ist richtig irgendwie böse. Halt auch schöner halt, ne? Eben böse. Ich habe neulich da so gespielt und dann hatte ich halt zum Glück auf meiner Seite den T30. Ich habe dank dem jede Menge Spotting-Damage bekommen, weil der einfach immer seine 700er Schellen weggeblasen hat. Genau. Wumm und weg. Der ist böse, der macht einen saumäßigen Spaß. Ja. Der Nachfolger auch. Der, dann hast du ja bald den Jagd-Ewe. Jagdpanzer auf E100. Das braucht noch sicherlich, aber das wäre jedenfalls auch ein schönes Gerät. Ja. Die amerikanische Reihe ist da besser mit dem drehbaren Turm. Ich denke auch. Also ich denke, unterm Strich wird es bei mir auch eher dann auf die amerikanischen TDs hinauslaufen. Und so der T28 Prototyp ist nicht ganz so gut. Da haut die alles durch den Turm drauf, aber die beiden anderen, die danach kommen, der 9er und der 10er, die sind geil. Also T30 fahre ich zu gerne. Den bin ich mal mit Claudio, unserem Clan-Kommandanten, gemeinsam im Zug gefahren. Wir haben da so abgeräumt. Wir haben immer abgewechselt. Wie viel Nachladezeit hast du? So und so viel. Warum hast du weniger? Das und das. Achso, alles klar. Da haben wir uns abgewechselt. Immer zusammengefahren und alle 7 Sekunden geschossen. Das passt mit der Nachladezeit des anderen dann wieder zusammen, ne? Ah, ja, klar. Das war geil. Oh, ich habe einen Knochen geangelt. Ich glaube, ich bringe die Sache mal nach oben hoch. Zum Schmersch. Es gibt auch einen Mülleimer, kann man auch bauen. Da kannst du Sachen reinwerfen, die man nicht mehr braucht. Ich glaube, das macht ja auch Sinn, ne? Also, weil manche Sachen braucht man ja wirklich nicht, wie giftige Kartoffeln oder so. Genau. Ja. Aber da könnte ich irgendwo in der Welt so einen Zaubererturm noch machen. Oder Magiertempel, wo man die Sachen verkaufen kann. Oder so ein Pfaffen oder sowas, ne? Der das dann kauft. So. Getreide braucht doch irgendwie Abstand zum Wasser maximal 4, glaube ich, ne? Maximal 4, ja. Und eine Qualle habe ich auch. Lust auf Qualle? Hier habe ich hier Algen. Weil ich alles mal zu sagen. Hier ist noch ein Fisch. Ein Kugelfisch. Noch ein Kugelfisch. 2 Kugelfische. Eine Flaschenpost. Was gibt's in der Flaschenpost? Aquakultur. Was gibt's da drin? Wenn du das bekommst, bist du aus der Zukunft. Ist nicht das Schweineschnitzel. Ach, das ist die Nachricht, die da drin steht. Ah, da sind nur irgendwelche dummen Sprüche drin. Okay, alles klar. Ach. Blauer Sonnenbarsch habe ich hier noch. Okay. Aber nettes Gimmick. Gefällt mir. Total. Ja. Hat was. Locker das Ganze so ein bisschen auf. Cool wäre, wenn noch eine Schatzkarte da irgendwie drin wäre. Ja, da gibt es auch einen Mod dazu. Echt? Geil. Ich weiß aber nicht, ob es den für diese Version gibt. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Die Lederstiefel, wo soll ich die denn hinpacken? Irgendwo in eine Truhe oder ins Lagersystem? Achso, für mich? Achso, Du packst hier eine Truhe hier vorne rein. Ja, ich habe ganz viel Fisch geangelt für den Schmersch. Ja, essen vielleicht? Fisch ist gesund? Was lecker ist, wenn man so die Röstis im Backofen macht so schön, sie dann rausnimmt, obendrauf dann von diesem norwegischen Grevet-Lachs dann die schöne Senfsoße draufpackt und dann den Lachs obendrauf. Oh ja. Lecker. Aber das frisst ja meine Frau ja leider nicht. Ja. Warum nicht? Ja, ich denke, ich werde jetzt zur Weihnachtszeit oder Herbstzeit mal wieder anfangen, ein bisschen mehr selber auch ein bisschen kochen und backen. Ich wollte mal Zimtschnecken machen. Oh, lecker. Ich habe eine Schatztruhe. Was ist denn in der Schatztruhe drin? Schatztruhe? Das ist ein. Ich habe eine Schatztruhe geangelt. Cool. Da sind Goldbarren drin. Schmeiße bei dir ins Lagersystem. Ah, okay. Habe ich ja bei dir geangelt. Und ich kenne ja deinen Gebührensatz.
Nee, nee, lass mal. Ihr verlangt ja wieder 2 Goldstücke, dass ich bei dir angeln darf. Super. Zahle ich noch drauf. Dann gebe ich lieber gleich ab. Welche Tafel? Ein Speer sieht, was sie gerade aufgetischt hat. Da müsste eigentlich jetzt schnellstens hier reingerannt kommen. Der müsste das schon riechen, was da Leckeres wieder drin ist. Oh, Minecraft macht so einen Spaß, ey. So irre. Es ist einfach herrlich, ne? Joy. Ah, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Joy, macht ja gut. Ich werde das Feld nach hinten erweitern. Ich denke jetzt noch ein Stückchen nach rechts rüber. Ja. Und dann sollte das als Anbaufläche, denke ich, reichen für allerhand Samen. Getreide und ja. Und ein bisschen Paprika, Tomaten anbauen. Das Übliche, ne? Genau. Hm. Ja, ich komme rum. Ich komme rum. Ich komme rum. Ich komme rum nicht. Jawohl, im Spanferkel hier. Bier? Bier, das war mir klar. Uthanbraten? Ja, da kann man doch direkt hier bleiben. Ja, das ist das, was man braucht, ne? Was man braucht. Ja, perfekt. Das ist ein richtiges Festgelage hier da. Ja. Meine Güte. Oh, echt schön. Fressen und saufen, würde eine gute Freundin von uns sagen. Was ist denn saufen? Ausblick auf die Kühe, auf den Stinkefingerberg. Wunderbar. Ja. Ne, kann man schön. Ja, bald sind die Kühe dann auch dann vom Getreide getrennt. Ich denke, ich mache dann hier vorne dann einen großen Bereich nur für die Kühe und dann hinten wird dann alles eingesät und ja. Na klar, du machst das. Ja, Bratkartoffeln weißt du auch schon, ist ein einfaches Gericht, geht ganz schnell. Ja, jawohl. Bratkartoffeln. Ja. Fisch haben wir hier. Wie ging der nochmal? Musst du Fischfilet draus machen, ne? Genau, machst du Fischfilet und dann brätst du das. Jetzt haben wir hier das rohe Fischfilet. Wollen wir das jetzt braten? Haben wir gebratenes Fischfilet. Für den Schmerz. Ein gebratenes Fischfilet. Zack. So. Was hattest du jetzt wie gemacht? Also du einfach nur Fisch jetzt da reingeschmissen, oder? Nee, den Fisch erstmal auf die Werkbank, dass du dann Fischfilet kriegst und dann das ganze braten. Du kannst den Fisch aber nicht mit Pam's Harvest Craft verbinden, das funktioniert nicht. Okay. Aber es ja, das ist wichtig. Ja, wichtig. Putz und Flickstunde. Revier reinigen. Ja, muss sein. Wenn ich den Besen sehe, muss ich an diesen tollen Witz wieder denken, weißt du das? Du kommst sturzbetrunken um 3:30 nach Hause. Deine Frau steht hinter der Tür mit dem Besen in der Hand und du sie fragst, ob sie noch sauber macht oder ob sie nochmal wegfliegt. Ja, da muss man mutig sein, wenn man das fragt. Ja, genau. Das ist Mut. Ist doch herrlich, oder? Hab die ganz oh, müssen wir kratzen? Nein. Ich muss nicht kratzen. Warum? Da haben wir komplett bei Schmersch die Einrichtung hier reingebaut, die Küche. Hat er, glaube ich, das zum ersten Mal eine richtige Küche, oder? Seitdem wir Minecraft spielen. Abhängendes Wild? Ja. Was ist das? Was ist das? Das ist Wild. Nehme ich mit? Das verarbeiten kann. Ja. Preisfrage. Weißt du, warum die Cocktailsoße, die du auf dem Salat kennst, Cocktailsoße heißt? Ja, nö. Nee? Also ich habe das in der Lehre gelernt. Das originale Cocktailsoße ist mit Cognac. Und daher hat sie den Namen Cocktailsoße. Okay. Hm.
Ich habe das neulich, war das im Fernsehen, da hat einer auch so eine Soße gemacht und ich habe mich gewundert, warum macht er da jetzt Cognac rein? Ach, deswegen. Ja, das ist das Original. Aha. Darf ich aber auf Arbeit hier freimachen? Nein, ja. Alkohol in Betriebskantinen ist verboten. Ja, du weißt, ich bin gleich wieder da, ich muss mal kurz was holen. Okay. Schmerz und so ein roter Berg hier. Cool, wenn du Kuchen sind ja wie vergraben, ne? Ja, hat doch Kuhn letztens gesagt, die haben das so hier auf dem Server hier durchgesuchtet bisher. Das sind an der Zeit keine große Lust weiterzubauen. Das ist halt, wenn man das zu oft dann spielt, ne? Ich kenn das, ja. Weil wir sind mittlerweile auch schon dabei der dritten Staffel, ne? Also. Ja, zu oft ist auch nichts. So, mal schnell nach Hause. Habe ich noch was? Mal gucken. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken und machen. Nächste Woche Dienstag können wir auch erst Mittwoch wieder spielen, weil wenn es Dienstags Wetter gut ist, bin ich beim BMX. Ja. Können, ist doch okay, finde ich auch. Sogar kein Sport, ich denke, du gehst in mein Gym. Ich habe das jetzt wieder ein bisschen umgelegt. Ich, je nachdem, da muss man gucken, wir werden wohl beim Homeoffice, wie gesagt, jetzt feste Tage kriegen. Aber ich habe das ja früher auch nach der Arbeit gemacht und ich versuche wieder 3 Tage die Woche, also montags, mittwochs, freitags. Ja, das passt dann, denke ich. Und dienstags, ja. Mittwochs, ja, das passt dann aber auch. Ich war heute auch beim Sport, aber das ist okay. Ich liege dann ja nicht so platt, dass nichts mehr geht. Von daher, es passt ja, schon. Ja, weil du bist. Ich habe letzten Freitag Sport gemacht. Ich habe Holz gemacht im Garten. Brennholz. 6 Schubkarren voll. Also, oh ja. Bei mir ja, ist das ist doch schon, das ist auch eine Sache, ja. Also bei letztes ist das schon eine Herausforderung. Es sieht alles so leicht aus, aber du musst schon ganz schön Kraft aufwenden. Aber für mich ist es leicht. Haut dein Weibchen wieder raus, ne, Schatz? Ja, ich finde, das sieht immer. Viele Sachen sehen auch dann irgendwie so einfach aus. Also hier auch, wenn man sich anguckt, wenn irgendwelche Formationen tanzen oder so, das ist schon. Das ist auch schon schwer. Also bis man diese ganzen Schritte dann drauf hat und dann in der Formation. Das ist schon. Also für mich ist es leicht. Ja. Also für mich als Bewegungslegastheniker ist das. Albtraum. Oh, guck mal, was der Schmerz jetzt zu dieser Einrichtung sagt, wenn er reinkommt. Passt dann besser zur Tischdeko. Ja, mir gefällt es. Schöne Küche hier, hängt alles hier rum. Oh, da hängen ja Würste von der Decke. Mm. Lecker. Schöne Rauchwurst. Schöne Rauchenden. Hast gesehen. Wo sind die Würste? Was? Wo? Welche? Die hängen noch in der Küche, weißt du doch. Ah, hier der Serrano-Schinken. Toll. Ist auch ein Träumchen, oder? Würste und Schinken. Ich habe mal deine Lampen hier ein bisschen umdekoriert. Ah, hier diese Dinger hier. Ah, ja, die sind schön. Die sind wirklich schön. Oh, über den Tisch hier. Passend zum Kerzenständer auf dem Tisch, weißt du? Ja, das stimmt. Das ist ja ein gleichmäßiges Design dann. Ja, muss man darauf achten, sonst wirkt es unruhig. Ja, unruhig. Feng Shui. Genau. Oder Huibu. Oder Huibu. Huibu ist doch wohl auch klasse, ne? Hm. Ja. Huibu. Wir gucken gerade Bulli-Parade.
Der Film. So, dann dackel ich jetzt mal wieder nach Hause. Denn ich denke mal, dass der gute Schmersch gleich seine Abschiedsrede hält. Abschiedsrede, meine lieben Freunde. Es war mir eine Ehre, ja, und so weiter. Ja, genau, es ist ja wieder soweit. Genau, deswegen, da kannst du auf die Uhr nämlich geguckt. Ja, nee, aber ich denke, ich werde die nächsten Tage dann echt da dieses Beet mal wieder weiterbauen. Mhm. Es entspannt auf jeden Fall mehr als World of Tanks manchmal so nach der Arbeit. Ja, das ist klar. So, ne? Denn ich glaube, dann werde ich mich wahrscheinlich eher wieder hier drauf stürzen. Jetzt, wo du die Küche hast, kein Wunder. Ja, genau. Jetzt wird gekocht und gebacken. Bis die Bude qualmt. Jo, so. Also auch so, wenn man so durchs Fenster schaut, sieht doch recht nett aus. Und dann möchte man rein. Machen wir mal gucken. Oh, genau. Oh, wir müssen um. Ja, sieht echt gut aus, ja. Hier ist, guck mal, sieht man den gebratenen Schweinearsch? Doch, hat was, schön. Ich denke, haben wir das doch gut hingekriegt. Definitiv. Dann danke ich euch. Ach, dafür nicht. Ja. Gern geschehen. Hat man schon letztes Mal vorgenommen. Ja. Und beim nächsten Mal, ihr könnt auch, wie gesagt, jederzeit bei mir in der Mine gucken, ja, was ihr so findet.